Vor über 100 Jahren ließ ein 11 Jahre alter Junge während einer kalten Nacht sein Getränk auf der Veranda stehen. In dem Glas Wasser war Brausepulver aufgelöst und ein Rührholz steckte darin, um es zu vermengen. 20 Jahre später präsentierte der vergessliche junge Frank Epperson seine zufällige Entdeckung, das Eis am Stiel in einem Park in Kalifornien. Es gibt keine Aufzeichnungen über die allererste Geschmacksrichtung, doch alles begann mit Kirsche, der bekanntesten, Zitrone, Orange, Banane, Wassermelone, Traube und sogar Rootbeer. Schokoladencookies sind ein bisschen jünger als Stieleis. Sie wurden erstmals in den 1930ern produziert. Ruth Wakefield, die Besitzerin eines bekannten Restaurants namens Toll House Inn, wird als die Erfinderin dieser knusprigen Leckerei gesehen. Es gibt ein paar Geschichten darüber, wie es dazu kam. Ein Gerücht besagt, Ruth habe keine Blockschokolade mehr gehabt und sie stattdessen mit halbsüßer Schokolade ersetzt, weil sie dachte, die würde schmelzen. Pustekuchen. Eine andere Geschichte behauptet, etwas Schokolade sei einfach in den Backteig gefallen. Ruth streitet diese Unfälle ab und behauptet, sie habe bewusst an dieser Süßigkeit gearbeitet. Über die Erfindung des Kartoffelchips gibt es auch sehr viele Gerüchte. Eines davon besagt, sie seien 1853 von einem Koch in einem luxuriösen Restaurant in New York erfunden worden. Fritten galten dort als Hausgericht und sehr beliebt unter den Besuchern. Doch es gab einen Kunden, der mit der Qualität nicht zufrieden war und meinte, sie wären zu dick. Nachdem der Koch George Crumb dünnere Fritten zubereitet hatte, beschwerte sich der Kunde erneut. George hatte die Nase gestrichen voll und machte nun ein Blech mit papierdünnen Pommes. Diese Pommes waren so dünn, dass man sie unmöglich mit Besteck essen konnte. Überraschenderweise liebte der Kunde seine Mahlzeit. Das Chips-Rezept hat sich verbreitet und innerhalb weniger Jahrzehnte entwickelte sich die warme Mahlzeit zu einem Snack, den man in allen Supermärkten Amerikas finden konnte. Worcestershire-Soße ist ein anderes Produkt, das unabsichtlich erfunden wurde. Zwei englische Chemiker, John Wheeley Lear und William Henry Perrins, haben ein paar Fässer für ein paar Jahre im Apothekenkeller vergessen. Die erste Mischung, an der sie arbeiteten, war ganz und gar nicht essbar, weil sie einen zu starken Geschmack hatte. Doch dadurch, dass sie ein Fass im Keller vergessen hatten, fermentierte sein Inhalt. Als die Chemiker die Fässer wieder entdeckten und voller Neugier öffneten, stellten sie fest, dass sich der Geschmack gemildert hatte. Diese Würzmischung wird seitdem als Geschmacksverstärker genutzt, auch für Gerichte, die dieses Gewürz eigentlich gar nicht in ihrem Rezept haben. Chili con carne zum Beispiel. Worcestershire-Soße bedient die fünfte Geschmackszone unserer Zunge. Umami oder Pikantheit, was ihren schweren Geschmack erklärt. Tofu oder Sojaquark reicht jahrhunderteweit zurück. Die ursprüngliche Theorie besagt, Tofu sei von einem chinesischen Prinz erfunden worden. Eine andere Theorie behauptet, Tofu sei aus einem Gemisch aus gemahlenen, gekochten Sojabohnen und Meersalz entstanden. Das Salz war ziemlich verunreinigt und enthielt womöglich Calcium und Magnesium. Und genau diese Zutaten haben zur quarkartigen Konsistenz des Bohnengemischs geführt. Eine andere Legende spricht von Nigari, einer Art verdunstetem Meersalz, das aus Versehen in Sojamilch gefallen sei. Ärzte und Ärztinnen raten heutzutage dazu, sich von Coca-Cola fernzuhalten. Doch ironischerweise wurde das Getränk von John Pemberton erfunden, der einen Medizinabschluss hatte und Pharmazeut war. Pembertons French Wine Coca galt ursprünglich als Mittel gegen starke Schmerzen und Kopfschmerzen und wurde als Nervenelixier eingesetzt. 1886 wurde ein Alkoholverbot verabschiedet, weshalb John gezwungen war, das Rezept zu ändern. Doch eines blieb unverändert, die Cola-Nuss, die ihrem Getränk seinen einzigartigen Geschmack verlieh. Es wird behauptet, dass John den Alkohol nur durch Zufall mit Tafelwasser ersetzt hatte, doch tatsächlich wusste er, was er da tat. Pemberton ging davon aus, dass die Bläschen eine erfrischende Alternative zum Alkohol seien. John's Cola ist also definitiv der Vorläufer der Coke, wenngleich sich das Rezept der heutigen bekannteren Cola vom originalen Rezept unterscheidet. Das Sandwich wurde allerdings ganz unabsichtlich erfunden. Damals, im 18. Jahrhundert, befahl John Montague, der vierte Graf von Sandwich, seinem Diener, ihm ein einfaches Gericht zu zaubern, das er ohne Besteck essen könne. Der Graf bat seinen Diener auch, etwas Fleisch zwischen zwei Scheiben Brot zu tun. Gebieter Sandwich hegte eine Leidenschaft fürs Kartenspiel und jetzt konnte er gleichzeitig spielen und essen, ohne unterbrechen zu müssen. Die Karten wurden auch nicht schmutzig.
Andere Menschen bekamen davon mit und bestellten beim Spielen das gleiche wie Sandwich und so kam der Snack auf seinen Namen. Der Tomatenketchup, den wir heute kennen, wurde so arg modifiziert, dass er mit dem ursprünglichen Rezept eigentlich gar nichts mehr gemein hat. Seine Wurzeln reichen bis ins 17. Jahrhundert zurück, als ein Chinese eingelegten Fisch und Gewürze vermengte. Er benannte es wie etwas, das nach Ketchup klang. Eigentlich war damit die Lake des eingelegten Fischs gemeint. Erst 100 Jahre später probierten die Briten diese Soße. Die britische Version beinhaltete Pilze, Schalotten und sogar Walnüsse. Später wurde der Begriff Ketchup anders verwendet, nämlich für jede Art von dunkelfarbener Soße. Der erste Tomatenketchup hatte Sardellen als Zutat, was auf den Ursprung der chinesischen Fischsoße zurückführt. Nachos sind keine antike mexikanische Mahlzeit. Sie wurden vor weniger als 100 Jahren erfunden. Ignacio Anaya, Spitzname Nacho, wird nachgesagt, diesen Snack in den 1940ern eingeführt zu haben. Ignacio war ein Koch und eines Tages fragte ihn eine ganz gewöhnliche Besucherin, ob er ihr und ihren drei Freundinnen etwas Besonderes servieren könnte. Ihm fiel auf, wie hungrig die Damen wirkten, weshalb er etwas Schnelles zubereiten wollte. Er musste mit den verfügbaren Zutaten improvisieren. Also schnappte er sich ein paar gebratene Tortillas, rieb eine Menge Käse darüber und erhitzte das Ganze von oben. Um diese neue Kreation noch schmackhafter zu machen, versetzte er sie mit Jalapeno-Schoten. Die Besucherin fragte nach dem Namen dieses ungewöhnlichen Gerichts. Ignacio überlegte nicht lange und erwiderte Nacho Special. Käsebällchen waren in den 1930ern ein Abfallprodukt. Edward Wilson bemerkte, wie Weizen aus einer der Maschinen einer Fabrik quoll, die Tiernahrung herstellte. Diese Würstchen sahen interessant aus, dachte er sich, also nahm Edward sie mit nach Hause und trocknete sie. Er stellte auch fest, dass dieses fluffige etwas aushärtete, wenn es an die Luft gelang. Das Experiment war ein voller Erfolg und wenig später entwickelte sich der weltbekannte Snack. Fertignudeln wurden nicht aus Versehen erfunden, aber beim Herstellungsprozess gab es ein paar Versehen. Die Idee war, etwas herzustellen, das sich lange halten würde. Nach ein paar kläglichen Versuchen probierte Momofuku Ando, die Nudeln einzukochen. Sie wurden auf verschiedene Wege verarbeitet, gedünstet, entwässert, in heißem Öl gebraten und getrocknet. Und so waren Fertignudeln ursprünglich ein Luxusprodukt, weil sie mehr kosteten als die frischen Nudeln, mit denen jeder vertraut war. Ein anderes Produkt, das durch Zufall eingeführt wurde, ist Joghurt. Der tauchte erstmals vor tausenden Jahren in Zentralasien auf. Einige Hirten lagerten damals Milch an einem Ort, der von Bakterien überströmt war, ohne davon zu wissen. Die Milch vergärte und es kam zu einer dickeren Konsistenz und Geschmacksveränderung. Und einer der Hirten war mutig genug, davon zu kosten. Ihm ist nichts Schlimmes passiert und deshalb fingen auch andere Menschen an, Joghurt zu essen. Heutzutage trägt pinke Limonade ihre schöne Farbe wegen des Traubensafts bzw. hinzugefügter Farbstoffe. Doch es gibt zwei Legenden über die Entstehung dieser Limonade und beide haben mit dem Zirkus zu tun. Die erste Geschichte berichtet über Henry Ellett, einen Zirkusmitarbeiter, der versehentlich Zimtsüßigkeiten in Limonade fallen lassen hat, was zu dieser leuchtenden Farbe führte. Die andere Geschichte ist etwas ekelhaft. Demnach ging Zirkusmitarbeiter Pete Conklin eines Tages das Wasser für die Limonade aus, weshalb er das Wasser aus der Wanne nutzte, in der einer seiner Kollegen seine Strümpfe gewaschen hatte. Die Farbe der Wäsche färbte die Limonade pink. Pete gab noch etwas Zucker, Zitronenscheiben und Säure dazu. Er nannte sie Erdbeerlimonade und prompt bekamen seine Kunden nicht genug davon und seine Verkäufe verdoppelten sich. Ja, die Leute haben dafür bezahlt. Die Tarte Tatin, ein karamellisierter, praktisch auf dem Kopf liegender Apfelkuchen, ist beim ersten Mal versehentlich gebacken worden. Zwei Schwestern, Stephanie und Caroline Tatin, besaßen ein Hotel im 19. Jahrhundert. Eines Tages wollte Stephanie einfach nur einen normalen Kuchen backen. Doch dann hatte sie die Äpfel zu lange in der Butter schmoren lassen. Um ihren Fehler wieder wettzumachen, legte sie die Kruste auf die Äpfel und schmiss den Ofen an. Als sie den Kuchen herausholte, waren einige Stellen verbrannt. Was für ein mieser Tag zum Backen. Weil sie nicht wollte, dass die Gäste was davon mitbekamen, drehte sie den Kuchen einfach um und präsentierte ihn als brandneues Rezept. Lustigerweise liebten die Gäste ihren Kuchen und so wurde er zu ihrer Spezialität. Okay, ich muss gehen, ich hab Hunger, ciao. Wie schmeckt dir das? Banane mit Mayo oder saure Gurke in Erdnussbutter dippen?
diese Lebensmittelkombinationen klingen ziemlich abgefahren, aber schmecken sie auch? Hm, probieren wir es aus. Vielleicht werden Oreos mit Senf dein neuer Lieblingssnack? Hm, bleib dran. Tomaten mit Erdnussbutter. Lege mehrere Tomatenscheiben auf eine Scheibe Brot und verteile etwas Erdnussbutter darüber. Oder schmiere einfach eine dicke Schicht Erdnussbutter auf eine Scheibe Tomate. Diese Geschmackskombination ist bei sehr vielen Feinschmeckern sehr beliebt. Nutella und Pommes. Salz verstärkt Aromen. Wenn du also deine Pommes in Nutella dippst, schmeckt der berühmte Haselnussaufstrich süßer und nussiger. Eine andere Möglichkeit, deine Pommes noch mehr zu genießen, ist, sie mit Schokomilch runterzuspülen. Hm. Banane und Speck. Salziger, knuspriger Speck kombiniert mit süßer, kohlenhydratlastiger Banane ergibt eine perfekte Mischung. Gib diese Zutaten auf eine Scheibe Brot, dann noch etwas Erdnussbutter dazu und voilà, dein perfektes Sandwich ist fertig. Saure Gurken und Eiscreme. Ich gebe zu, dass diese Kombination vielleicht nicht gerade für jeden etwas ist, aber es gibt Feinschmecker, die diese ungewöhnliche Mischung aus salzig und süß, essigartig und milchig seltsam verlockend finden. Cheddar-Käse und Apfelkuchen. Heute kannst du niemanden mehr überraschen, wenn du Käse zusammen mit frischen Äpfeln servierst. Und weil sich diese Produkte so gut vertragen, warum nicht noch einen Schritt weitergehen? Es heißt, dass diese Idee, Cheddar-Käse mit Apfelkuchen zu kombinieren, zuerst in England aufkam und sich dann über die ganze Welt verbreitet hat. Pommes mit Honig. Wenn du dein Pommes-Geschmackserlebnis etwas aufregender machen willst, dann ist Honig genau das Richtige. Sein süßer Geschmack ergänzt sich perfekt mit der Salzigkeit des Fastfoods. Kein Wunder, dass einige Restaurants Honig als Dip-Option anbieten. Banane und Mayo. Nein, wir wollen dich nicht dazu ermutigen, einen dicken Klecks Mayonnaise auf eine geschälte Banane zu drücken und dir das dann in deinen Mund zu stopfen. Schneide stattdessen eine Banane in Scheibchen und leg sie zwischen zwei Brotscheiben, die du dann mit etwas Mayo bestreichst. Du wirst eine angenehme Überraschung erleben. Schokolade und Chips. Diese salzig-süße Kombination schmeckt fantastisch. Kein Wunder, dass die Nachfrage nach schokoladenüberzogenen Chips so groß ist. Und viele Marken haben diese Mischung bereits in ihre Produktlinien aufgenommen. Burger und Marmelade. Mittlerweile kannst du diese Kombi in den meisten Restaurants bestellen. Und niemand wird dich für einen Spinner halten. Naja, meistens jedenfalls nicht. Immer mehr Menschen entscheiden sich für diese Option statt für den normalen Burger mit Ketchup. Popcorn und Milch. Noch wenig Leute ersetzen ihre Frühstücksflakes durch Popcorn. Sie schütten Milch über das Popcorn und behaupten, dass diese Kombi genauso gut schmeckt wie die weit verbreitete und beliebte Flakes-Variante. Würdest du das probieren? Weiße Schoko und roter Kaviar. Man sagt, dass diese ungewöhnliche Essenskombination von einem berühmten Koch kreiert wurde. Er war erstaunt darüber, wie der salzige Kaviar die Süße der weißen Schokolade mildert. Wenn du ein Fan von süß-salzigen Geschmackserlebnissen bist, wirst du das lieben. Erdnussbutter und Essiggurken. Okay, wenn du nicht darauf stehst, deine Essiggurken in cremige Erdnussbutter zu dippen, dann kombiniere diese Zutaten auf einem Sandwich. Der Geschmack der Essiggurken ergänzt sich hervorragend zur Klebrigkeit der Erdnussbutter. Wassermelone und Salz. Diejenigen, die diese Geschmackskombination noch nie probiert haben, glauben oft, dass das Salz der Wassermelone ihre Süße nimmt. Aber es ist genau andersherum. Eine Prise Salz verstärkt den süßen Geschmack der Wassermelone. Mango und Chili. Wenn du ein Liebhaber von scharfem Essen bist, dann wird diese Kombination deinen Geschmacksnerv treffen. Streue etwas Chilipulver auf eine geschnittene Mango und genieße das Brennen. Erdnussbutter und Speck. Erinnerst du dich noch an die Kombination Banane und Speck? Jetzt ersetzen wir die Banane durch Erdnussbutter. Ihre zarte Klebrigkeit steht im perfekten Kontrast zur Knusprigkeit des Specks. Aber Vorsicht, du könntest süchtig werden. Eiscreme und scharfe Soße. Der effektivste Weg, um das Feuer zu löschen, das durch scharfes Essen in deinem Mund entsteht, ist, etwas Milch zu trinken. Warum dann nicht noch einen draufsetzen? Beträufle dein Vanilleeis mit einer scharfen Soße, um deine abenteuerlustige Seele zu befeuern. Schokolade und Avocado.
Du kannst nicht nur dein Avocado-Toast mit Schokolade aufpeppen, du kannst auch einen leckeren Avocado-Schoko-Milchshake machen. Die buttrige Textur der Avocado unterstützt den Geschmack der Schokolade perfekt. Burger und Erdnussbutter. Burger mit Marmelade ist eher eine süß-trifft-salzig-Kombination. Aber Burger mit Erdnussbutter ist eine Art Salz-mit-mehr-Salz-Kombi. Aber du verteilst die Erdnussbutter nicht auf deinem Burger, sondern mischst sie in die Patties. Deine Burger werden garantiert saftiger. Oreos und Senf. Wer diese Geschmackskombination schon mal probiert hat, schwört darauf, dass die Aromen erstaunlich gut zusammenpassen. Kratz einfach die Oreo-Creme runter und schmiere dann Senf drauf. Du wirst es nicht bereuen. Erdnussbutter und Mayo. Obwohl es eine der bizarrsten Kombinationen ist, die man sich auf einem Sandwich vorstellen kann, hat sie eine lange Geschichte. In schwierigen Zeiten begannen Leute Erdnussbutter, die reich an Proteinen ist, mit Mayo, die voller Fette ist, zu mischen. Aber auch in guten Zeiten essen die Leute das Sandwich, weil es tatsächlich sehr lecker ist. Pizza und Honig. Heißer Honig ist ein unerwarteter, aber genialer Pizzabelag. Zum Beispiel ist er perfekt, um die übermäßige Menge an Salz auszugleichen, die zum Beispiel durch Salami entsteht. Wenn du zu Hause Pizza backst, dann belege sie mit Salami und Chili und dann Honig drauf. Dank mir später. Olivenöl und Eiscreme. Um eine umwerfend leckere, salzig-süße Kombination zu erhalten, träufel etwas Olivenöl und streue ein wenig Meersalz auf dein Vanilleeis. Wirklich, probier es aus. Erdnussbutter und Sriracha. Wieder eine unerwartete Kombination von zwei gegensätzlichen Zutaten. Aber tatsächlich macht der süße Nachgeschmack der Sriracha die klebrige Erdnussbutter noch interessanter. Und die Butter wiederum nimmt der Sriracha die Schärfe. Grüne Äpfel und Salsa. Vielleicht hast du schon mal Mango oder Ananas mit Salsa-Soße probiert. Und warum sollte es dann bei grünen Äpfeln anders sein? Ihr leicht säuerlicher Geschmack passt perfekt zu würzigen Gerichten und gleicht die Schärfe etwas aus. Aber gleichzeitig verstärkt ihr Aroma den Geschmack und gibt ihm noch einen leicht bitteren Touch. Erdbeeren und Balsamico. Das ist eine traditionsreiche italienische Kombination, die erstaunlich lecker ist. Die Würze des Essigs lässt die Erdbeeren süßer schmecken. Außerdem ergänzt er ihre saftige Natur. Wassermelone und Feta. Kein klassischer griechischer Salat kommt ohne Feta aus. Und dieser Käse schmeckt auch nicht schlecht, wenn du ihn mit Früchten kombinierst, vor allem mit Wassermelone. Die dichte Struktur und die Salzigkeit des Feta verleihen der saftigen roten Melone zusätzlichen Geschmack. Erdnussbutter, Marmelade und Goldfish Cracker Sandwich. Erdnussbutter und Marmelade sind schon lange ein Klassiker, aber warum Goldfish Cracker? Wahre Feinschmecker wissen, dass diese Komponente alle restlichen Lücken füllt. Dein Sandwich bekommt nicht nur einen befriedigenden Crunch, sondern wird noch leckerer. Denn die Cracker sind salzig genug, um die Süße der Marmelade hervorzuheben. Basilikum und Erdbeere. Wir haben dir ja bereits von der Mischung Erdbeeren mit Balsamico-Essig erzählt. Und Erdbeeren und Basilikum passen genauso gut zusammen. Du kannst diese Kombination bei der Herstellung von Limonaden und anderen Getränken testen. Basilikum und Erdbeer-Frozen-Joghurt schmeckt super lecker. Salzlake-Gurken und Huhn. Das Garen von Hähnchen in Salzlake hilft, das Fleisch saftig zu halten. Gleichzeitig bewahrt diese Methode den natürlichen Geschmack des Geflügels. Ein weiterer Vorteil: Du brauchst kein Salz zu verwenden, denn die Salzlake ist schon salzig genug. Hummus und getrocknete Cranberries. Nachdem du deinen Cracker in Hummus getunkt hast, kannst du ihn mit getrockneten Cranberries belegen. Sie machen den Unterschied, indem sie dem Cracker ein bisschen mehr Geschmack verleihen. Also dann bis Samstag. Du legst auf und dir wird klar, dass du nur noch 2 Tage hast bis zum wichtigsten Familientreffen des Jahres. Deine Einkaufsliste steht, also machst du dich auf zum größten Supermarkt der Stadt. Du hältst dich genau an die Liste und packst zügig alles ein, was du brauchst. Der Wagen ist voll mit Obst, Gemüse, Milchprodukten, Fleisch, Fisch, Brot. Gut gemacht! 1 Stunde später kommst du nach Hause und übergibst die Einkaufstasche stolz deiner Oma. Sie holt einen Artikel nach dem anderen aus der Tasche und runzelt bei jedem die Stirn.
Wie sich herausstellte, ist der Fisch und das Fleisch, das du gekauft hast, nicht mehr frisch. Und die Bananen und das Grünzeug werden es auch nicht bis Samstag schaffen. Aber Oma sagt, dass sie das schon hinbekommt. Sie macht dir einen leckeren Snack, damit du nicht hungrig einkaufen gehen musst. Denn so wirst du keine Sachen kaufen, die du nicht brauchst. Dann setzt ihr euch ins Auto, um noch einmal einkaufen zu fahren. Intelligentes Einkaufen bedeutet, dass du dich am Rande des Ladens umschaust, wo du all die frischen und gesunden Sachen findest. Obst, Gemüse, Milchprodukte, Fleisch und Fisch. Die Gänge in der Mitte sind normalerweise für Junkfood reserviert. Du musst da also nicht langlaufen. Dein erster Halt ist die Gemüseabteilung. Oma sagt, dass du hier am meisten Zeit verbringen solltest. Es ist übrigens gut, dass du vor dem Mittagessen hier bist, denn die meisten Lebensmittelläden bekommen frische Produkte, wenn sie gerade öffnen oder später am Abend, bevor sie schließen. Du greifst nach verpackten Tomaten, aber Oma hält dich auf. Abgepacktes Obst und Gemüse ist meistens teurer. Außerdem kannst du dir nicht jedes Teil anschauen. Eine reife Tomate kann doppelt so viel wiegen wie eine unreife Tomate. Sie sollte eine glatte und feste Haut haben und wie eine Tomate riechen. Nein, leg das arme gequetschte Ding nicht in den Einkaufswagen. Quetschungen auf Obst und Gemüse sind der perfekte Nährboden für Bakterien. Finde feste Gurken, die keine Flecken oder weichen Stellen haben. Die besten Gurken sind dunkelgrün. Wenn du gelbe Flecken an ihr siehst, ist die Gurke überreif und schmeckt wahrscheinlich nicht mehr. Das gleiche gilt für Paprika. Ihre Farbe muss intensiv sein und sie darf keine Flecken haben. Dreh sie mal um und zähle die Beulen. 4 Beulen bedeuten weniger Kerne und einen intensiveren Geschmack. Und 2 bis 3 Beulen stehen für einen bitteren Geschmack. Der Stiel von frischer Paprika ist immer grün, fest und knackig. Nimm diese Kartoffeln mit Sprossen sofort aus deinem Einkaufswagen. Entscheide dich für feste und glatte Kartoffeln, ohne runzelige Haut, weiche dunkle Stellen oder Schnitte. Nimm nur grünen Salat ohne Löcher oder braune Ränder. Je heller sein Grünton, desto besser. Weiter geht es mit Obst und Beeren. Oma erklärt, dass eine reife Wassermelone einen trockenen, braunen Stiel hat. Diese mit dem dunklen Gelb muss lange auf dem Boden gelegen haben und ist besonders süß. Also für Melonen gilt, die mit einer gelblichen Rinde sind süßer, weil sie zum Zeitpunkt der Ernte schon genug Sonnenlicht abbekommen haben. Bevor du die Bananen mit nach Hause nimmst, überprüfe die Stiele. Die Stiele sollten grün bis hellgelb sein und noch nicht braun. Nimm nur einzelne Bananen, wenn du sie sofort essen willst, denn im Bund überleben sie länger. Beurteile eine Mango nie nach ihrer Farbe, drücke sie stattdessen vorsichtig. Eine reife Mango gibt ein wenig nach. Außerdem hat sie am Stielende ein fruchtiges Aroma. Kleinere Früchte sind normalerweise süßer, aber diese Regel gilt nicht für Erdbeeren. Es gibt verschiedene Sorten in unterschiedlichen Größen. Also auch größere Früchte sind sehr lecker. Ihre Reifezeit endet, sobald sie gepflückt werden. Also wähle leuchtend rote Beeren mit frischen grünen Blättern. Sie würden verwelkt aussehen, wenn die Beeren schon vor langer Zeit gepflückt wurden. Diese Zitrone wird dir nicht viel Saft geben. Sie ist blass, was bedeutet, dass sie schon älter ist. Diese feste, makellose Zitrone mit glatter, dünner Schale ist viel besser. Außerdem fühlt sie sich schwerer an, was ein gutes Zeichen ist. Du kaufst für ein großes Treffen ein, aber ansonsten würdest du nie so viel Gemüse auf einmal kaufen. Wenn es frisch und bio ist, hält es natürlich nicht allzu lange. Entscheide dich immer für Obst und Gemüse, das gerade Saison hat. Das ist dann günstiger und von bester Qualität. Nächster Halt, Honig. Er sieht für dich seltsam aus, weil du diese Kristalle am Boden des Glases siehst. Aber Oma erklärt, dass das ein Zeichen für Frische ist. Es ist normal, dass der Honig kristallisiert, wenn die Temperatur sinkt. Es ist auch ein gutes Zeichen, dass er undurchsichtig wirkt. Das bedeutet nämlich, dass er natürlicher und gesünder ist und nicht pasteurisiert. Du schaust auf deine Einkaufsliste und siehst, dass du noch Brot brauchst. Du weißt bereits, dass Vollkornbrot die gesündere Wahl ist. Du nimmst eins in die Hand und studierst das Etikett. Hergestellt aus Vollkorn ist nicht gut genug. Das, auf dem Vollkornmehl steht, ist besser. Je weniger Zutaten, desto besser. Wenn du den Namen eines Zusatzstoffes nicht aussprechen kannst, willst du ihn nicht in deinem Brot haben, oder? Es sollten keine künstlichen Aromen, Farb- oder Konservierungsstoffe verwendet werden. Du drückst leicht auf das Brot, das du gerade ausgewählt hast. Bingo! Es geht in seine ursprüngliche Form zurück, was bedeutet, dass es bester Qualität ist. Wenn du deinen Fingerabdruck darauf siehst, könnte es vorher eingefroren worden sein oder beim Backen ist was schiefgelaufen.
Du willst in die Abteilung mit den Lebensmittelkonserven, aber Oma stellt sich dir in den Weg. Sie ist sich sicher, dass Essen aus der Dose schlecht für deine Gesundheit ist, weil es sehr viel Natrium enthält. Du überzeugst sie davon, wenigstens die Etiketten zu lesen. Wenn du zu Essen aus der Dose greifst, dann achte darauf, dass nicht zu viel Salz oder Zucker darin enthalten ist. Die Lebensmittel, die in Wasser oder ihrem eigenen Saft konserviert sind, sind am gesündesten, weil sie weniger künstliche Zutaten enthalten. Du kannst aber zu Thunfisch greifen, der in Olivenöl konserviert wurde. Die Verpackung ist sicher verschlossen, also ist alles okay. Du weißt auch schon, dass du niemals eine rostige Dose mitnehmen solltest. Das könnte lebensgefährlich enden. Sieht aus, als hättest du alles, was du brauchst, außer Fleisch und Milchprodukte. Du weißt, dass du die immer zuletzt einkaufen solltest. Ohne Kühlung können sie schnell verderben, falls der Einkauf mal länger dauert. Du machst etwas Platz in deinem Einkaufswagen, um dein Obst vor dem rohen Fleischsaft zu schützen. Es könnte ja was auslaufen. Rotes Fleisch sollte eine dunkle Farbe haben. Violett, Rot und Braun sind alle gut. Schweinefleisch sollte eher einen hellen, rosafarbenen Farbton haben. Es sollte auch gut riechen. Es darf auf keinen Fall einen stechenden Geruch haben. Wenn du viele Fasern sehen kannst, handelt es sich um zähes Stück Fleisch, aber mit einem kräftigen Geschmack. Rinderfilet wird keine Fasern haben, weil es super zart ist. Weiße Flecken und Fettstreifen im Muskel sind ein gutes Zeichen, dass das Fleisch saftig und zart ist. Wenn du nicht vorhast, das Fleisch sofort zuzubereiten, dann wähle Fleisch mit dem letzten Mindesthaltbarkeitsdatum. Du kannst es auch nach diesem Datum noch bedenkenlos essen, aber es schmeckt natürlich vorher am besten. Schmutzige Flecken an der Verpackung sind ein rotes Tuch, vor allem wenn du schmutzige Fingerabdrücke siehst. Wenn das Huhn, das du kaufen willst, noch Haut hat, sollte sie blasser sein als das Fleisch, nicht gelb oder hellbraun. Die Ränder sollten nicht trocken aussehen. Die Schnitte müssen glatt und gleichmäßig aussehen. Wenn es nicht gut geschlachtet wurde, könnten kleine Gelenksplitter und Knochenreste in dein Essen gelangen. Jedes Hühnchen, das länger als 2 Tage im Behälter war, sollte besser im Regal bleiben und nicht in deinem Einkaufswagen landen. Oma nimmt sich einen Fisch und starrt ihm in die Augen. Sie erklärt, dass ein guter Fisch vorstehende Augen mit glänzenden schwarzen Pupillen hat. Die Haut von frischem Fisch sollte seidig sein, nicht klebrig oder stumpf. Drück auf das Filet. Wenn dein Fingerabdruck zu sehen ist, ist er nicht gut. Die letzte Station des Tages. Milchprodukte. Du greifst hinten im Regal nach den Produkten, weil bei diesen Produkten das Verfallsdatum am weitesten entfernt ist. Das gilt auch für tiefgekühltes Essen, abgepackte Lebensmittel und Eier. Die neueren Produkte werden hinter die älteren gestellt. Oma empfiehlt, pasteurisierte Milch zu kaufen. Es werden keine Rohprodukte heute in deinem Einkaufswagen landen. Bei der Pasteurisierung wird die Milch erhitzt, um Bakterien zu bekämpfen. Der Nährwert der Milch wird dadurch aber nicht beeinträchtigt. Darüber brauchst du dir keine Gedanken machen. Willst du den besten Joghurt auswählen? Dann achte auf das Etikett. Je mehr Wörter du darauf siehst, desto besser. 3 Grundzutaten reichen eigentlich. Der Rest sind Konservierungsstoffe und Zucker, was du nicht brauchst. Lebende und aktive Kulturen ist, was du auf der Verpackung lesen willst. Denk auch an den Käse, aber nicht diesen hier. Die weichen Sorten wie Ricotta, Frischkäse, Ziegenkäse oder geriebener Käse sind besser, aber sie sollten keinen Schimmel aufweisen. Schimmel kann bei Weichkäse nämlich leichter ins Innere eindringen. Bei Hartkäse ist etwas Schimmel in Ordnung. Schneide den Bereich vorsichtig ab und genieße den Rest. Juhu! Du bist mit dem Einkaufen fertig. Zeit nach Hause zu fahren und zu kochen. Viele Menschen lagern verschiedene Lebensmittel sicherheitshalber im Kühlschrank. Das klingt ja auch logisch, wenn man die Haltbarkeit des Produkts verlängern will. Aber so einfach ist es dann doch nicht. Für manche Lebensmittel ist der Kühlschrank schädlich. Für Soßen beispielsweise. Wenn auf der Verpackung nichts anderes vermerkt ist, solltest du sie außerhalb des Kühlschranks aufbewahren. Stelle sie in einen Schrank, möglichst weit vom Herd entfernt, um Temperaturschwankungen zu vermeiden. Der schlimmste Feind der Kaffeebohne ist Feuchtigkeit. Für den angenehmen Kaffeegeruch ist ein spezielles Öl verantwortlich. Lagerst du Kaffee im Kühlschrank, verändert Kondenswasser die gesamte Zellstruktur und der Zauber verpufft. Aber wenn du das Koffein loswerden willst, könnte eine kalte Lagerung der Bohnen hilfreich sein. Angeblich ist Honig unsterblich. Du kannst ihn bis in alle Ewigkeit lagern, solange du es richtig machst. Stelle ihn an einen kühlen, dunklen Ort, aber nicht in den Kühlschrank. Dort könnte er kristallisieren und einige seiner besten Eigenschaften verlieren.
Tomaten in den Kühlschrank zu legen mag harmlos erscheinen, dennoch ist es keine gute Idee. Sie verlieren dadurch ihr Aroma, da die kalte Luft den natürlichen Reifungsprozess verlangsamt. Dadurch werden die dünnen Membranen in der Tomate weniger saftig. Und wer möchte schon einen Salat mit wässrigen, geschmacklosen Tomaten essen? Am besten lagerst du Tomaten in einer gut belüfteten Kiste oder einem Korb bei Raumtemperatur. Wenn du verhindern willst, dass geschnittene Bananen braun werden, träufle Saft von Orangen oder Zitronen darüber. Leider wirkt dieser Trick nur ein paar Stunden lang. Der perfekte Lagerort für Schokolade ist dein Magen. Kleiner Scherz, auf jeden Fall aber nicht im Kühlschrank. Lagere sie kühl und dunkel. Auf diese Weise schützt du deine Leckereien nicht nur vor den Naschkatzen, mit denen du zusammenlebst, sondern bewahrst auch ihre Qualität. Im Kühlschrank bildet sich durch Temperaturunterschiede Kondenswasser auf der Schokolade. Auch deine Zähne werden es dir danken, wenn du ihnen keine steinharte Schokolade aus dem Kühlschrank gibst. Lagere deinen Hummus nicht bei Raumtemperatur. Egal, ob er selbstgemacht oder pasteurisiert ist, das ist in beiden Fällen nicht sicher. Ist der Hummus traditionell ohne Konservierungsmittel hergestellt, hält er sich bis zu einer Woche. Ungeöffneter Hummus aus dem Supermarkt kann im Kühlschrank etwa 3 Monate gelagert werden. Geöffnet ist er dann aber auch nach einer Woche hin. Angenommen, du hast gerade die perfekten Kekse gebacken. Du steckst sie in ein Glas oder eine Dose, doch leider verlieren sie dort ihre frisch aus dem Ofen Konsistenz und werden immer härter. Legst du jedoch eine Scheibe Brot dazu, bleiben sie länger frisch. Die Kekse nehmen die Feuchtigkeit vom Brot auf. Normalerweise wickeln wir Käse in Plastikfolie, doch diese Lösung ist alles andere als perfekt. In der Plastikfolie sammelt sich zu viel Feuchtigkeit, wodurch ein hervorragender Lebensraum für Schimmel entsteht. Willst du deinen Käse vor diesem Schicksal bewahren, beträufle ihn mit wenigen Tropfen Essig. Nicht zu viel, sonst leidet der Geschmack. Anschließend wickelst du ihn dicht in Wachspapier und legst ihn in den Kühlschrank. Es gibt keine besonderen Regeln für Eier. Es ist möglich, sie im oder außerhalb des Kühlschranks zu lagern, solange das Haltbarkeitsdatum nicht überschritten wird. Wichtig ist nur, dass die Temperatur konstant bleibt. Wenn du sie in den Kühlschrank legst, lagere sie nicht in der Tür. Um sie vor Temperaturschwankungen zu bewahren, sind sie tiefer im Kühlschrank besser aufgehoben. Experten empfehlen außerdem, die Eier in ihrer Verpackung zu lassen. Sie verlängern die Haltbarkeit. Ja, die Temperatur im Kühlschrank ist nicht überall gleich. Die Fächer an der Tür sind am wärmsten. Und die Fächer näher am Gefrierfach sind die kältesten. Willst du deine Lebensmittel vernünftig im Kühlschrank sortieren, lohnt sich ein Blick auf die Lagerempfehlungen auf der Verpackung. Wenn du Brot in seiner Verpackung lagerst, musst du bald mit Schimmel rechnen. Lagere dein Brot lieber in einer geschlossenen Kiste mit etwas Salz. Dadurch ist es vor Schimmel geschützt. Und vermeide das Brot im Kühlschrank zu lagern. Durch die kalte Luft ist es schnell altbacken. Willst du es länger lagern, kannst du es in das Gefrierfach legen. Dort hält es sich bis zu 6 Monate. Willst du vermeiden, dass geschnittene Gurken austrocknen, lege sie in eine luftdichte Dose mit frischem Wasser. Lasse sie nicht länger als eine Woche im Kühlschrank. Ganze Gurken hingegen vergammeln in der kalten Luft viel schneller als bei Zimmertemperatur. Sollen sie so lange wie möglich frisch bleiben, lagere sie außerhalb des Kühlschranks. Avocado ist ein bisschen tückisch, wenn es um die Lagerung geht. Wenn sie noch hart und unreif ist, darf sie nicht in den Kühlschrank, denn die Kälte verhindert die Reifung. Bananen geben viel Ethylen ab, welches die Reifung beschleunigt. Hast du es eilig, kannst du deine Avocado also mit Bananen in eine Tüte stecken. Wenn sie dann aber weich und reif ist, ist sie im Kühlschrank besser aufgehoben, um nicht schlecht zu werden. Manche Menschen bevorzugen, Avocado mit einer Scheibe Zwiebel in Plastikfolie zu wickeln. Dadurch bleibt sie länger frisch. Ein weiterer Trick ist, sie mit Olivenöl zu benetzen. Beachte aber, dass eine angeschnittene Avocado nicht länger als 3 Tage im Kühlschrank lagerfähig ist. Zwiebeln und Knoblauch gehören nicht in den Kühlschrank. Die niedrigen Temperaturen fördern ihr Verschimmeln. Sollen sie lange frisch bleiben, lagerst du sie an einem kühlen, trockenen Ort. Zum Beispiel im Küchenschrank. Und wenn du nichts gegen einen Landhausstil hast, kannst du sie zusammenbinden und aufhängen. Vermeide Orangen und andere Zitrusfrüchte im Kühlschrank zu lagern.
Leider schadet die Kälte ihrem Aroma und den gesundheitsfördernden Eigenschaften. Lagere sie in einer Obstschale auf dem Küchentisch. Keine Sorge, dadurch vergammeln sie nicht schneller. Wie viele andere Gemüsearten mag auch die Aubergine keine Kälte. Im Kühlschrank wird sie weich und verliert schneller ihre guten Eigenschaften. Lagere sie bei Zimmertemperatur an einem trockenen Ort und vermeide direkte Sonneneinstrahlung. Wenn du einen Apfel aufgeschnitten hast, ihn aber nicht sofort essen willst, hilft dieser Tipp. Binde einen Gummi um die Scheiben, um sie zusammenzuhalten. So wird der Apfel nicht braun. Dieses Obst bleibt bis zu einen Monat lang frisch und knackig, wenn es in einer wasserdichten Verpackung im Kühlschrank lagert. Es empfiehlt sich auch, die Äpfel vor dem Kühlen nicht zu waschen. Stelle niemals Olivenöl in den Kühlschrank. Hast du diesen Fehler schon mal begangen, sind dir vielleicht kleine, weiße Stücke im Öl aufgefallen. Keine Bange, sie sind nicht giftig. Die niedrigen Temperaturen lassen lediglich Wasser kondensieren, welches wie unschöne Unreinheiten ausschaut. Lagere Olivenöl lieber bei Zimmertemperatur und unter Ausschluss direkten Sonnenlichts. Wassermelonen und andere Melonen enthalten bei Raumtemperatur gelagert mehr förderliche Nährstoffe und Antioxidantien, als wenn sie im Kühlschrank liegen. Hast du die Wassermelone jedoch angeschnitten, sollte sie lieber gekühlt werden. Bedecke sie sorgfältig mit Plastikfolie und ersetze diese jedes Mal, wenn du ein Stück abschneidest. Du kannst deine Melone auch in kleine Stücke schneiden und in einem luftdichten Behälter bis zu einer Woche lang im Kühlschrank lagern. Wenn du Ingwer einfrierst, hält er für 2 bis 9 Monate seine Qualität. Du kannst ihn auch im Voraus reiben, um immer nur einen Teelöffel voll entnehmen zu müssen. Das spart dir an stressigen Tagen Zeit, wenn du schnell etwas zubereiten musst. Alexander der Große, eine der bedeutendsten Persönlichkeiten der Antike, war scheinbar ein Liebhaber einer Leckerei, die uns bis heute begeistert. Marco Polo, der italienische Entdecker und Schriftsteller, hat angeblich etwas wie ein Sorbet-Rezept aus Asien mitgebracht. Für dieses gefrorene Dessert wurde mit Zucker gesüßtes Wasser mit verschiedenen Geschmacksrichtungen versetzt. Dieser später als Eiscreme bezeichnete Nachtisch war auch im 17. Jahrhundert am Hofe Charles I. von England sehr beliebt. In Frankreich führte Catherine de Medici kurz nach ihrer Hochzeit mit Henry II. Die eiskalte Versuchung ein. Für die Öffentlichkeit wurde die süße Sünde in den 1660ern zugänglich, als ein Sizilianer Milch, Sahne, Butter und Eier in seinem Café Procope, dem ersten Café in Paris, zu Eis mischte. Thomas Jefferson höchstpersönlich bevorzugte ein Eisrezept mit unglaublichen 18 Zubereitungsschritten. Eiscreme ist in der Popkultur so wichtig geworden, dass es sogar eigene Gesetze und Regeln dafür gibt, um gewisse Qualitätsstandards sicherzustellen. Aber nicht jedes gefrorene Dessert ist automatisch Eiscreme. Um unter diesem Namen verkauft zu werden, muss es mindestens 10% Milchfett enthalten und darf nicht weniger als 0,5 Kilo pro Liter wiegen. Echte Eiscreme braucht auch gar nicht so luftig sein. Technisch ausgedrückt darf sie nicht mehr als 100% Luftaufschlag enthalten. Um die allseits beliebte Textur zu erhalten, muss die Eismasse ausreichend aufgeschlagen sein, aber eben nur bis zu einem gewissen Prozentsatz. Pro Liter Eisgrundmasse darf das Endprodukt nach dem Aufschlagen nicht mehr als 2 Liter umfassen. Dein liebster Sommersnack lässt sich in viele Unterkategorien einteilen. Fettreduzierte Eiscreme, fettarmes oder gar fettfreies Eis, alles in Abhängigkeit von, wer hätte gedacht, dem Fettgehalt. Um genau zu wissen, was du bestellst, siehst du dir am besten die Nährwerte eines jeden Produkts an. Eine interessante Eisvariante ist Gelato. Obwohl es wortwörtlich aus dem Italienischen übersetzt auch nur Eis heißt, gibt es einen Unterschied. Auch hier ist der Milchfettgehalt entscheidend. Gelato enthält in der Regel weniger Fett, als Eiscreme offiziell haben sollte. Aber da der Luftaufschlag geringer ist, nur 20-30%, weist das Ergebnis trotzdem eine schwere Textur auf. Die Italiener verweisen darauf, dass auch Gelato nicht weniger als 3,5% Fett enthalten sollte. Als wäre das nicht schon kompliziert genug, machen die Franzosen es wieder anders. Bei ihnen gehört neben den Standardzutaten auch Ei in die Mischung. Insgesamt dürfen es nicht weniger als 1,4% Eigelb sein. Du hast gewiss schon mehrere Lebensmittel wie Himbeeren falsch benannt. Neben Kirschen, Aprikosen, Pflaumen, Birnen, Äpfeln, Pfirsichen und Brombeeren gehören sie nämlich zur Familie der Rosen.
Sie gehören aufgrund ihrer Blüte in diese Kategorie. Sie haben 5 gleichmäßig angeordnete Blütenblätter um einen zentralen Kern. Bananen gelten als Beeren, während Erdbeeren keine sind. Auch sie stammen aus der Rosenfamilie. Und auch wenn wir uns gar nicht ähneln, teilen wir uns übrigens 50% unserer DNA mit Bananen. Ein weiterer beliebter Irrtum: Weiße Schokolade ist gar keine Schokolade, da sie kein bisschen Schokoladenfeststoffe enthält. Sie wird aus Zucker, Milchprodukten, Vanille, Lecithin und Kakaobutter hergestellt. Überall auf der Welt versuchen Eltern, ihre Kinder zu überzeugen, Brokkoli zu essen. Dabei hat Brokkoli in Bezug auf die Kalorien denselben Proteingehalt wie ein Steak. Das wissen viele Eltern vermutlich nicht. Aufgrund des geringen Fettgehalts bietet Brokkoli aber auch andere Vorteile gegenüber Fleisch. Heutzutage gehört er zu jeder Portion Pommes, doch einst galt Ketchup als Medikament. In den 1800ern schrieb ein Arzt aus Ohio Ketchup heilende Wirkung bei Verdauungsbeschwerden zu. Seine ketchupartige Formulierung wurde später zu einer Tablette verarbeitet. Pille zu den Fritten gefällig? Apropos Pommes frites oder French fries. Dieses allseits beliebte Gericht stammt gar nicht, wie der Name vermuten lässt, aus Frankreich. Auf diese Weise zubereitete Kartoffeln haben ihren Ursprung in Belgien. Der französische Touch hat etwas mit der Art, wie sie geschnitten werden, zu tun. Ich bin mir fast sicher, dass es auch in deinem Haushalt ein Glas Erdnussbutter gibt. Aber weißt du auch, wie wertvoll sie ist? Und ich spreche nicht von Erdnussbutter-Marmeladebroten. Studien zeigen, dass man mit der jährlich in Amerika verzehrten Menge Erdnussbutter den gesamten Grund des Grand Canyons bestreichen könnte. In Zahlen sind das 250 Millionen Kilogramm. Wenn das jemand auf YouTube zeigt, gucke ich mir das an. Die typische Farbe von Lachs ist nicht gottgegeben. Wilder Lachs entwickelt diese Färbung wegen der Krabben, die er frisst. Lachs aus Teichwirtschaft ist zumeist weiß und muss mit Hilfe eines pflanzenbasierten Pigments eingefärbt werden. Auch Möhren sind nicht schon immer orange. Die gewohnte Färbung verdanken sie einer irgendwann im 16. Jahrhundert aufgetretenen Genmutation. Ursprünglich waren Möhren weiß oder lila. So wie Ketchup zu Pommes gehört, verzehrst du dein Sushi vermutlich stets mit einer Portion Wasabi. Wahrscheinlich ist es aber nur gefärbter Meerrettich. Das japanische Äquivalent für Meerrettich ist ziemlich teuer. Daher wird in den allermeisten Fällen Meerrettich als Alternative eingesetzt. Im Supermarkt mögen sie zusammenverpackt sein, aber rote, grüne und gelbe Paprikas wachsen nicht am selben Strauch. Jede ist eine eigene Sorte und erfordert für den Anbau verschiedene Samen. Hast du gewusst, dass jede vierte Haselnuss in einem Glas Nutella endet? Dieser cremige Brotaufstrich ist so beliebt, dass Wissenschaftler versuchen, Haselnüsse im Labor herzustellen, um weltweiten Engpässen entgegenzuwirken. Das solltest du unbedingt bedenken, wenn du extra viel auf dein Brot schmierst. Auf jeder Wasserflasche steht ein Haltbarkeitsdatum. Dabei wird Wasser gar nicht schlecht. Es ist vielmehr die Flasche selbst, da der Kunststoff mit der Zeit schädliche Substanzen ins Wasser abgeben kann. Hast du dich je gefragt, warum das Essen im Flugzeug so geschmacklos ist? Nicht immer ist der Koch schuld. Die Flughöhe beeinträchtigt deine Körperchemie und verleiht den Dingen einen anderen Geschmack. Du hast es bestimmt schon mal in einen Salat getan, aber dich wird überraschen zu erfahren, dass Koriander nicht gleich Koriander ist. Es können getrocknete Samen oder Blätter und Stängel sein. Für alle Obstliebhaber haben Wissenschaftler einen Obstsalatbaum entwickelt. Ja, du hörst richtig. Ein Baum, an dem zugleich verschiedene Obstsorten wachsen. Sie wurden in Australien entwickelt und tragen bis zu 6 verschiedene Sorten. Es gibt eine Steinfruchtvariante mit Pfirsichen, Pflaumen, Nektarinen, Aprikosen und so weiter und eine Zitrusvariante mit Zitronen, Limetten, Mandarinen, Orangen oder sogar Tangelo, Pomelo und Grapefruit. Vielleicht meidest du ihn, um keinen schlechten Atem zu bekommen. Dabei steckt Knoblauch voller guter Inhaltsstoffe. Eine einzige Zehe deckt 2% deines täglichen Vitamin B6-Bedarfs. Studien zeigen, dass die Chemikalie, die dem Knoblauch seinen charakteristischen Geschmack verleiht, Allicin, gesund ist. Das einzige Nahrungsmittel, das nie schlecht wird, ist Honig. Zumindest soweit wir wissen. Grund dafür ist der hohe Zuckergehalt bei geringer Feuchte. Ein von Bienen produziertes Enzym unterdrückt außerdem Bakterienwachstum. Lagerst du den Honig nicht korrekt und lässt ihn Feuchtigkeit aufnehmen, kann er natürlich doch verderben. Gut verschlossen und ordentlich gelagert hält er sich jedoch ewig. Wenn du noch kein Meisterkoch bist, beruhigt dich vielleicht zu wissen, dass man Pilze nicht zerkochen kann. Sie enthalten ein Polymer namens Chitin.
Dadurch bleiben sie zart, egal ob du sie ein paar Minuten oder eine ganze Stunde lang kochst. Hey, tu noch etwas Butter und Knoblauch dran, das merkt doch keiner. Jeder hat seine eigenen Morgenrituale, um richtig wach zu werden. Neben Sport und einer heißen Dusche entscheidet auch das Frühstück, wie der restliche Tag verläuft. Deshalb ist es gut zu wissen, welche Nahrungsmittel nicht auf leeren Magen gegessen werden sollten. Wenigstens haben wir Bananen. Diese Frucht ist ein tolles, schnelles Frühstück, oder? Falsch. Egal wie frisch und gesund sie sind, rohe Bananen können den Magen reizen, wenn man sie zur falschen Zeit isst. Diese Frucht enthält viel Magnesium, was zu Verdauungsproblemen führen kann, in einigen Fällen auch zu Blutdruckschwankungen. Wenn ihr ein großer Bananenfan seid, solltet ihr sie mit Haferflocken essen. Diese bilden im Magen eine Schutzschicht, die die Magenschleimhaut vor der natürlich vorkommenden Salzsäure in Bananen schützt. Bananen kann man morgens auch gut mit gesunden Lebensmitteln wie Haferbrei, Erdnussbutter, Trockenfrüchten oder Nüssen essen. Was ist morgens besser als ein frisches, knuspriges Croissant? Eigentlich vieles. Kuchen, Gebäck, Pizza und andere Teigwaren enthalten normalerweise Hefe, die auf leeren Magen die Magenschleimhaut angreifen kann. Außerdem können Teigwaren Blähungen verursachen, also sollte man sie nicht direkt morgens essen. Ihr könnt diese hefereichen Waren aus Weizenmehl aber durch Vollkornsauerteigbrot ersetzen. Es eignet sich sogar mit am besten fürs Frühstück. Das Brot ist reich an Kohlenhydraten, die für eine ausgewogene Ernährung sehr wichtig sind und die Darmbakterien glücklich machen. Ein Glas frischer Orangensaft sieht auf einem schicken Frühstückstablett natürlich sehr edel aus. Aber in eurem Magen sieht es nicht so rosig aus. Smoothies und Säfte enthalten zu viel Fructose, die eure schläfrige Leber und Bauchspeicheldrüse schocken und überfordern kann. Obwohl sie sonst gesund sind, sollten Zitrusfrüchte am Morgen erst nach etwas anderem konsumiert werden. Ansonsten können sie dem Körper schaden. Der hohe Fructose- und Ballaststoffgehalt kann euren Metabolismus tagsüber verlangsamen. Experten empfehlen auch, täglich nicht mehr als 2 Orangen zu essen, um Aufruhr in eurem Bauch zu vermeiden. Wenn ihr morgens nicht ohne Früchte könnt, wählt Papaya oder Wassermelone. Sie können Gifte aus dem Körper spülen und geben euch am Tag ein leichtes Gefühl. Frische Salate sind in den meisten Fällen eine gute Wahl. Trotzdem raten Experten davon ab, rohes Gemüse auf leeren Magen zu essen. Nach einem längeren Fasten kann es für deinen Magen zu schwer sein, die groben Fasern zu verdauen. Wenn du also Schmerzen und Unwohlsein umgehen willst, solltest du deinen Salat für später aufheben. Reden wir über den heißes Wasser am Morgen-Trend. Ihr habt ihn vermutlich in verschiedenen Variationen gesehen. Blogger empfehlen, das Wasser mit allem Möglichen zu mischen, von Zitronensaft und Chiasamen bis hin zu Backpulver. Natürlich sollte man jeden einzelnen dieser Zaubertränke einzeln nachschlagen und überprüfen. Aber die meisten Experten sind sich einig, dass ein Glas lauwarmes Wasser am Morgen die Darmbewegung anregen kann und Magen und Darm aufweckt. Im Gegensatz dazu sollte man auf leeren Magen nichts Kaltes trinken, denn das kann die Schleimhaut schädigen. Dadurch wird euer Verdauungstrakt langsamer. In manchen Fällen kann es auch zu Unwohlsein und Magenproblemen kommen. Beim Morgenkaffee ist die Regel einfach. Wenn ihr gesund bleiben wollt, trinkt niemals Kaffee auf leeren Magen. Denn wenn ihr das tut, wird die Salzsäureproduktion angeregt, was nicht gut fürs Verdauungssystem ist. Es kann nicht nur ab und an Magenschleimhautentzündungen hervorrufen, sondern auch langfristige Gesundheitsprobleme. Kaffee regt außerdem die Cortisolproduktion an, das Hormon, das unsere biologische Uhr reguliert. Das ist sehr schnell der Fall und der Körper braucht lange, um den Effekt rückgängig zu machen. Deshalb empfehlen Experten, Kaffee erst eine Stunde nach dem Aufstehen zu trinken. Aber ihr solltet vorher etwas essen. Eine kleine Scheibe Brot reicht schon aus. Wenn ihr morgens gerne Joghurt mit Müsli oder andere fermentierte Milchprodukte esst, solltet ihr davor etwas Sicheres essen. Idealerweise wartet ihr dazwischen eine Stunde. Ansonsten können die Milchprodukte die guten Bakterien in eurem Magen schädigen und genau das Gegenteil dessen hervorrufen, was sie bewirken sollen. Aber diese Empfehlung gilt nicht für Käse. Wenn ihr eurem Verdauungssystem etwas Gutes tun wollt, wählt Feta- oder Hüttenkäse. Diese guten Fette sind das perfekte Frühstück.
Ziegenkäse ist auch eine gute Wahl. Er ist weicher und würziger als Käse aus Kuhmilch. Außerdem enthält er etwas mehr Fett und Mineralien und weniger Laktose. Viele Menschen essen Schokoladen- oder Proteinriegel zum Frühstück. Aber Zucker gehört zu den schlimmsten aller Frühstückssünden. Essen oder Trinken mit viel Zucker sollte man nach dem Aufwachen vermeiden. Ihr müsst die Schokolade aber nicht ganz rauslassen. Sie kann helfen, die Morgenmüdigkeit zu vertreiben und eure Laune zu verbessern. Schokolade kann positive Gefühle hervorrufen, weil sie die Produktion der Gute-Laune-Hormone anregt. Deshalb kann eine kleine Menge guter Schokolade nach dem Frühstück euer Wohlbefinden steigern und euch helfen, in Arbeitslaune zu kommen. Denkt daran, dass dunkle Schokolade mehr Koffein enthält, während weiße Schokolade gar keins enthält. Wenn ihr wach bleiben wollt, esst also 70%ige dunkle Schokolade. Sie hilft euch nicht nur, wach zu werden, sondern enthält auch nützliche Stoffe wie Calcium, Kupfer, Kalium, Antioxidantien und Magnesium. Chili mit Jalapenos mag köstlich sein, ist aber nicht das beste Frühstück. Der Grund? Scharfes Essen auf leeren Magen zu essen, reizt die empfindliche Magenschleimhaut und macht euren Bauch unglücklich. Wenn ihr tagsüber also keine Magenprobleme bekommen möchtet, solltet ihr euch das Chili für abends aufheben. Es scheint, als wären alle Lebensmittel auf leeren Magen schlecht, aber das stimmt nicht. Es gibt jede Menge sicherer und gesunder Frühstücksoptionen, mit denen ihr euch und eurem Körper etwas Gutes tun könnt. Ein Beispiel sind Nüsse. Diese winzigen Kraftpakete sind voller Vitamine, Mineralien, Proteine und guter Omega-3-Fettsäuren. Also ist es sehr gesund, sie morgens zu essen. Sie werden euch Energie für den Tag geben und beugen Überessen vor. Außerdem helfen Nüsse, den pH-Wert in eurem Magen zu stabilisieren. Natürlich ist auch hier Mäßigung wichtig, denn Nüsse sind sehr fettig. Experten empfehlen, täglich nur eine Handvoll zu essen, also ungefähr 2 Esslöffel. Einige empfehlen auch, die Nüsse über Nacht einzuweichen, damit sie noch gesünder und einfacher zu verdauen sind. Dasselbe gilt für Datteln, Rosinen und andere Trockenfrüchte und Beeren. Wenn ihr sowohl auf eure Gesundheit als auch euer Gewicht achtet, sind Eier die perfekte Frühstückswahl. Sie machen satt, ohne schwer zu sein, wodurch sie tagsüber den Appetit zügeln. Außerdem enthalten sie viel Protein und sind fettarm. Vor dem Frühstück ein paar Teelöffel Weizenkeime zu essen, wird euch jede Menge Vitamine und Folsäure geben. Dieses Superfood enthält Ballaststoffe, die die Verdauung unterstützen. Außerdem soll es Anti-Aging-Eigenschaften haben. Ein weiteres bekanntes Superfood, das eure Stimmung hebt und die Verdauung verbessert, sind Chiasamen. Auf leeren Magen sind sie sogar noch gesünder. Ihr könnt entscheiden, ob ihr sie einfach so oder mit Wasser zu euch nehmt. Wenn ihr nach dem Aufstehen Honig esst, wird das euren faulen Bauch etwas inspirieren. Außerdem kann Honig die Serotoninproduktion anregen und so eure Stimmung verbessern. Aber stellt vorher sicher, dass ihr nicht gegen Honig allergisch seid.